ihr Lieben. Hier ist mal wieder euer Holger Moritz von Radio Henschel Ulzburg. Ich bin mal wieder als Außenreporter unterwegs und heute Abend bin ich mal wieder im Barock gelandet und neben mir und bei mir, da sitzt jetzt die Band in Short. Genau. Genau. Großen Publikum hinten. Sehr wohl. Jawohl. Ja, ihr Lieben. Ihr Lieben, stellt euch doch einfach mal ganz kurz vor, wie heißt ihr und welche Funktion habt ihr hier in der Band? Jo, ganz einfach. Ich bin der Basser. Man nennt mich Basser und ich spiele den Bass. Ganz einfach. Ja, ich bin der Holger, man nennt mich eigentlich Die und ich bin der Sänger von Insured. Finde ich ja witzig. Ich bin auch der Holger, aber ich bin kein Sänger. Ja, ich bin der Oliver, ich bin der Schlagzeuger und ich werde hier als Crazy Frog betitelt. Ich bin der Pinky Chris, ich hieß schon immer so und spiele Gitarre. Wunderbar. Ja, ihr Lieben, erzählt unseren Zuschauern und Hörern noch einfach mal, wie lange gibt es denn die Band Insured schon? Wer von euch möchte? Na? Ja. Ja, wir haben uns 2011 mal zusammengesetzt aus Einzelmusikern. Wir haben mal gesagt, okay, wir spielen alle irgendwie so ein bisschen, der eine das Instrument, der andere das Instrument. Und dann kam die Idee, mal zusammenzusitzen und zu sagen, wollen wir nicht mal irgendwie ja, ein bisschen Musik gemeinsam machen? Eigentlich so ein bisschen, ja, so ein bisschen Kelly-Family-Style, Kinder mit einbeziehen und ein bisschen Mucke machen. Und dann haben wir uns 2012 gegründet. Und seitdem haben wir ein paar Auswechslungen in der Besetzung, aber im Kern sind wir immer noch zusammen, also der harte Kern ist noch zusammen und seit 2012 rocken wir die Bühnen, genau, das ist so, ja. Fucking Insured, genau, du sagst es, genauso ist es. Ja, und du, denke ich mal, du bist hier der Älteste in der ganzen Gruppe, ne? Ja, genau, ich bin der Älteste. Ich denke mal, der nette Herr da mit dem langen Bart, das dürfte dann wahrscheinlich dein Sohn sein, oder? Genau so sieht's aus. Das ist mein Sohn. Ja, wunderbar. Okay, ja, sagt mal, wie sieht's denn bei euch aus? Habt ihr, ich habe das ja eben gesehen, ihr macht Coversongs, ihr macht eigene Songs. Wie sieht's denn aus? Wie geht's denn weiter? Habt ihr irgendwie ein Album am Start? Wie ist eure weitere Planung? Wie läuft das weiter? Ja, also ursprünglich haben wir uns ja zusammengesetzt und zusammengefunden, um einfach ein bisschen Spaß zu haben, Musik zu machen. Fängt natürlich dann irgendwie mit irgendwelchen Coversongs an, aber mittlerweile ist in uns allen der Entschluss gereift, einfach eigene Sachen, die eigenen Emotionen rauszulassen. Und wenn du Coversongs machst, du wirst immer verglichen, du bist immer vergleichbar. Und wenn wir unsere eigenen Sachen auf der Bühne präsentieren, dann sind das wir. Und nicht irgendwelche anderen Bands, die irgendwelche anderen Leute, die ihre eigenen Ideen auf die Bühne gebracht haben, sondern wir bringen unsere Ideen auf die Bühne, das ist unser Ziel. Deswegen sind wir jetzt auch in den letzten Wochen im Studio gewesen, haben drei Songs eingespielt und wir hoffen jetzt auf das Endergebnis und ja, das präsentieren wir dann. Und dann könnt ihr uns mal richtig schön, richtig geil auf, ja, YouTube oder wo auch immer, vielleicht auch, die Idee ist jetzt, wir haben nächstes Jahr Fünfjähriges, was Holger vorhin schon live sagte, eventuell eine CD, wer weiß, was da kommt und ja, es geht vorwärts. Nächstes Jahr, wenn wir Fünfjähriges haben, wann haben wir, im März, ne? 21. März. Ja, im März, gucken wir mal. Jo. Okay, dann erzählt unseren Hörern und Zuschauern nochmal ganz kurz, wie seid ihr auf den Namen Insured gekommen? Was das auf Deutsch heißt, weiß ja, glaube ich, jeder, aber erzählt doch mal, wie seid ihr auf den Namen gekommen? Da frage ich doch mal hier ganz rechts unseren Pinky. Da musst du mal den Holger fragen. Da muss ich den Holger fragen? Okay. Ich kann es mir schon fast denken, aber das soll er mal selber erklären. Ich frage ihn, weil er ist der erste Initiator. Ja, ganz spannende Geschichte. Ich bin ja im täglichen Leben Versicherungskaufmann. Man glaubt es kaum. Also so sieht jetzt ein seriöser Versicherungskaufmann aus. Und dadurch, dass wir auch aus einer Kundenbeziehung, also zumindest die meisten Kollegen meiner Band, damals zusammengekommen sind, haben wir natürlich gesagt, okay, wir müssen uns irgendwie einen Namen ausdenken. Und unser damaliger Gitarrist, unser Andi, hatte dann die tolle Idee und sagte, Mensch, warum nennen wir uns nicht Insured? Dann sind wir bei dir ja sowieso alle versichert und das macht ja auch Sinn. Und dann haben wir so ein bisschen drüber nachgedacht und das Logo entworfen und gesagt, ey, klingt eigentlich geil. Und es hat keiner, wir haben es gegoogelt und haben gesagt, ihr könnt alle sicher sein, dass wir die Bühnen rocken, also sind wir insured und
das passte einfach so. Das war so der Hintergrund und wir haben es auch nie geändert, nie in Frage gestellt, weil das sind wir. Wir sind fucking insured und genau, und wir leben. Genau, fucking insured. Und wir lieben das einfach. Ja. Das ist so der Grund. Und ich würde gerne mal von euch wissen, wenn sich einer für euch interessiert, wo kann er denn mal nachgucken? Wo kann er denn mal schauen? Ihr habt bestimmt irgendwas bei Facebook, habt ihr eine Internetseite oder irgendwas? Wer von euch möchte was dazu sagen? Ja, wir haben eine Facebook-Seite, heißen da Insured-Band. Heißt nur Insured? Insured Music. Insured Music, achso. Ja, ich bin da nicht so geläufig. Aber du warst schon mal drauf. Ja, ich war schon mal drauf, genau. Ja, dann haben wir noch eine Homepage, die heißt aber insured-band.de. Genau. Und da stehen eigentlich auch die wichtigsten Sachen drauf. Termine. Da sind also unsere Termine drauf, unsere kleine Insured-Tour für dieses Jahr noch. Da sind auch News drin, wo ihr gucken könnt, wo ihr auch ein Gästebuch, wo ihr was reinschreiben könnt, wo ihr mal auch ja, eure Anmerkungen und eure Anregungen, Kritiken einfach mal niederschreiben könnt. Das ist für uns auch ganz wichtig, dass ihr mit uns kommuniziert, damit wir gemeinsam immer besser werden und dass wir einfach gemeinsam weiter Rock'n'Roll machen und leben. Das ist wichtig. Ja, das sehe ich ganz genauso. Da hast du natürlich recht, das stimmt. Ja, wisst ihr denn vielleicht schon, wo eure nächsten Gigs, wo eure nächsten Termine sind? Wenn jetzt ein Interesse an euch hat und möchte euch gerne mal live sehen, wisst ihr das aus dem Kopf, wo die nächsten Dinger sind? Auf jeden Fall haben wir jetzt im Oktober, 28. Oktober im Salon Hansen in Lüneburg. Dann am 29. Oktober sind wir in Blickhede in Rocco Salon. Und dann haben wir noch am 12. November und am 18. November zwei Gigs, frag mich aber jetzt nicht, nagel mich nicht fest, wo, in Stelle und im Gnarsteiners in Lauenburg, ne? Genau, und Stelle. Stelle, genau. Stelle bestimmt im Klimperkasten bei Achim, ja. Genau. Ja. Super tolle Location, kann ich euch schon versprechen. Kenne ich. Wir haben uns zweimal gespielt, insofern, wir sind da mehr oder weniger schon Stammgäste. Okay. In Spelunkenkreisen. Okay, ja, dann habe ich noch eine allerletzte Frage und zwar, wie kann man euch denn kontaktieren? Jetzt nur ganz normal über eure Facebook-Seite oder wie kommt man an diese Promo-Songs ran, wenn jetzt jemand sagt, das ist so geil, ich möchte das gerne für mich haben, ich möchte die drei Songs gerne für mich haben, ich möchte die gerne hören. Wie kann man euch denn kontaktieren? Ganz einfach, www.insured-band.de, ist eigentlich alles drauf, also... Also, wenn es interessiert? Ja, also Ansprechpartner, wenn es um Booking geht, wenn es um Fragen geht, bin ich eigentlich in der Regel. Also meine Handynummer ist auch hinterlegt, wer jetzt persönlich eine Frage hat. Man kann auch bei uns auch übers Internet auch Merchandising-Artikel bestellen. Wir haben ein paar Shirts, wir haben ein paar Patches, wir haben ein paar Mützen. Wir haben auch eine Demo-CD, eine kleine aus 2014, die wir anbieten. Und ja, alles findet man eigentlich auf insured-band.de. Und wir freuen uns über, wie gesagt, über jeden Kommentar, über jede Info, über jeden Kontakt. Wir lieben das, mit euch zusammen Musik zu machen. Und das wäre wirklich klasse, ja. Okay, alles klar. Gut, ja, dann war es eigentlich schon, was ich im Großen und Ganzen von euch wissen wollte. Aber ich würde natürlich noch gerne einen Song von euch mit reinhauen, von den dreien, die ich habe. Welchen von euch soll ich nochmal spielen? Was möchtet ihr gerne den Hörern nochmal zeigen? Was sollen die hören? Rock'n'Roll Outlaw, please. Rock'n'Roll Outlaw, da haben wir gerade eben als letztes noch gehört, sehr geil. Gut, dann jetzt für euch hier die Band Insured mit Rock'n'Roll Outlaw. Viel Spaß, yeah!